Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Wir waren jetzt mal hier im Abendviertel stehen geblieben, beziehungsweise was ja mehr hier, und haben mit dem Oberst geredet. Mal gucken, wie es weitergeht. Nein. So. Der war hier um die Ecke. Hat uns jetzt mal Bianca vorgestellt. Er wird noch jemanden vermachen. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Dann stell das nochmal vor. Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca! Wenn ihr etwas geschehen ist... Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio? Das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe... und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Wollen wir die Söldner befreien? So. Nummer 1 ist der hier hinten, denke ich. 50 Meter. Nicht so weit. Treffen sich der Doge und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Okay, da haben wir sie schon mal. Du bist auf der anderen Seite. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Lass sie ertrinken und es ist vorbei. Silvio will... Ich bin mir sicher. Der kommt mir bekannt vor. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben. Das Signore Carpaccio nicht mehr... Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Aber na klar. Los geht's. Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Doge und die Zehn, um einen Handel zu machen. Erstmal wegmachen wir jetzt. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Wie sind's denn? 4. Okay. Bis uns der Heilige Vater andere Weisung schickt. Lachu, da ist er! Auf ihn! Du hast deine Grenze überschritten, Bastardo! Lass mich in Frieden, bitte! Los, Kürzi! Hier bringe ich Manieren bei! Na? Hier bringe ich Manieren bei! So, wie ist denn was? Okay. Gut, hier lang. Ich bin mir sicher. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Sehr gut. Ich bin mir sicher. Lachu, da ist er! Lachu und Kolo Kosi! Es wird nur eine Lösung für das Kassel. Na los, Screenshot. Screenshot. Get. Ich hab's, du kannst tun, was dir gefällt.
Hier und überall sonst, wo Tyrannei herrscht. Jetzt aber Ruhe jetzt hier. Folgt mir nach. Das nervt sie hier. Alles hoch da. Da ist er, Laju! Oh Mama! Hier bringe ich Manieren bei. Gib mir auf die Nerven hier, der schlimme Seuch. Jetzt ist gut. Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn. Bitte, es geht willkommen im Land der Schmerzen, Bastard. Das war die Großen. Perdona mi Dio. Was immer ich auch vor. Lass mich in Ruhe. Hey, was schlägst du mich? Hab ich irgendwas getan? Glaub nicht. Ich muss hier anschließen. Eine Minute aus. Hauptmann sagte, aber woher? Da! Auf ihn! Ich hab, es gibt nur eine Lösung für Filzläuse. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Ja. So, ich suche einen Zettel. Und zwar ist der hier. Sehr schön. Ich werde erstmal den Arzt aufsuchen und danach gleich zu dem Kleinen. Ich tauche besser unter, bis das vorbei ist. Hat ihr den Verstand verloren? Attention! Guck mal da. Und nimm den Arzt sich. Der ist mir näher. Ich habe Tradition. Brauchen wir kein Dings verschwenden. Keine. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte. Flaschen, Medizinflaschen. Schaut ihr schön um auf Dings. Auf Messer, beziehungsweise Dolche. Versteckte Klinge. Und hinüber. Ist das nicht verboten? Das sind ganz viele Söldner, okay. Das sind die wahrscheinlich, die wir gerade gerettet haben. Salve, Ezio! Willkommen! Und gut gemacht! Mein Heer erstrahlt in altem Glanz!
Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Esatto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hört sich gut an. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Hört sich gut an. Bleibt dran. Razza di imbecille! Er wird sich den Hals brechen! Alles gut. Ich bin doch schon weg. Einen Moment. Seguimi. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Es ist viel zu schwer. Der Teufel will dir Hallo sagen! Los, mach doch mal was. Bravo, bravo, wir stehen hinter euch, Signor! Okay. Wartet hier auf mein Signal. Wie ihr wünscht. Folgt mir nach. Moment, ist fertig. Meter. Ach, so ist es. Ein halber Weltlauf. Nicht gefährlich? Der Republik schuldig gesprochen und wird in zwei Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco gehängt. Hat er den Verstand verloren? Eccolo! Da, es gibt nur eine Lösung für Filzläuse. Ich habe es auch von dir. Ich wollte da. Ich wollte da. Gebiet Nummer 2 ist fertig. Sehr schön. Haltet diese Stellung. Wird erledigt. Anschließend. 78 Meter noch. Sein Stab.
Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit. Hey. So, das ist ja auch erledigt. Hier, hier werdet ihr warten. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. Kommt, Freunde. Wöchentlicher... Macht's gut und gute Besserung, Amico. Ja, aber danke doch. Hey, das habe ich gesehen, Festung. Ich meine es tot ernst. Ja, ist gut. Ach nö. Oh, guck mal da. Sehr beeindruckend, aber warum nicht einfach? Was treibt einen dazu, sich so auf? So. Mal gucken, wie es weitergeht. Letzten an den Platz. Seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben und dann dadurch dann das Revier durchführen. Das schaffen wir noch. Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte legt die Verfügung, um zu sehen, ob ihr... Da kommen wir ganz schnell hoch. Schon drei Generationen dient die Familie von Bertuccio aus San Polo den Bürgern Venedigs mit viel Stil. Und hepp, was auch da. Müssen wir hier rum, weil es hier hoch geht. Los. Zur Zahl ein bisschen übernehmen, aber... Bartolomeo braucht meine Hilfe. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Warnung! Pflege für mich! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Du hältst keine Minute. Oh, ich muss schneller machen, das Ganze.
Ab ins Wasser. Ja, tschüss. Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Du kannst du nicht mal, du Hurensohn! Forza Putana! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Schaffst du es nicht? Na, hier bist du, Ezio! Aber du hast... Aua. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Schnell. Die wollen ohne uns ablegen. Jetzt aber rucki zucki. So ein bisschen Lebensenergie tauchen und dann schnappen wir uns eine Benzine. Glaubst du, du kannst durch die Wand gehen? Meins ist weg. Und los kommt's, Finalschlag jetzt noch. Oh, war ja nicht gut. Weg ist er. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern! Heißt ihr Ziel. Sie wollen. Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescat in pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Okay, das machen wir aber als nächstes Mal erst. Bis dahin, sage ich mal schon mal. Tschüss. Na gut, Brief am Mord haben wir schon. Und Sequenz 10 beendet. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr das letzte Panel mal von vorne sehen wollt, könnt ihr gerne oben klicken. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr darunter klicken. Ich freue mich auch über Kommentare und Rückmeldungen von euch. Bis dahin, ciao!